Die Leidenschaft fürs Fliegen hat ihn schon als Neunjährigen gepackt. Heute ist er einer der weltbesten Gleitschirmpiloten und fliegt auf dem ganzen Globus von Erfolg zu Erfolg. Chrigel Maurer, der Adler von Adelboden. Wer ist dieser Extremsportler? Was treibt ihn an auf der Suche nach der ultimativen Herausforderung? Woher kommt seine Fähigkeit, auch Misserfolge und Enttäuschungen in neue Ziele zu wandeln? Und woher kommt sein unbändiger Wille, sich immer weiter zu entwickeln? Uhr 5 in Navata, einem kleinen Dorf in den spanischen Pyrenäen. Gleitschirmpilot Chrigel Maurer nimmt den letzten Streckenabschnitt der Expir unter die Füße. Das Abenteuerrennen führt entlang der französisch-spanischen Grenze über 440 Kilometer vom Atlantik zum Mittelmeer. Chrigel ist heute extra früh losmarschiert. Er will die mörderische Hitze vermeiden, die am Tag über der flachen Ebene vor ihm liegt. Die Ebene vor dem Ziel bietet keine Möglichkeit zu fliegen. Deshalb ist Marschieren angesagt. Es ist der 5. Tag der Expir. Seit 2 Tagen liegt Chrigel in Führung. Mittlerweile mit 60 Kilometer Vorsprung auf den nächsten Konkurrenten. Noch 70 Kilometer trennen ihn vom Ziel. Thomas Thuria, Bergführer und Sportpsychologe, ist der 2. Mann im Team. Er hilft mit bei der Planung und hat Chrigel während des gesamten Rennens unterstützt. Die letzten Meter ins Ziel begleitet er Chrigel. Geil, da, das finde ich jetzt mal sympathisch. Bravo, man, bravo! So tanzt du auch. Bravo, Chrigel! Leg da vorne ins Ziel! Ich bin nicht im Ziel, kann alles passieren. Das Eintreffen der beiden kommt für die Veranstalter unvorbereitet. Niemand hat damit gerechnet, dass das Rennen in nur 5 Tagen zu gewinnen ist. Echt geil ist hier. Für Chrigel und Thomas bestand die Challenge bei diesem Rennen darin, dass sie sich bewusst ohne große Vorbereitungen und mit einem Minimum an Equipment in das Abenteuer stürzten. Zudem bewegten sie sich in einer Gegend, mit der sie im Gegensatz zu den Alpen keinerlei Erfahrungen hatten. Kann man sagen, dass es nach Plan ist aufgegangen? Wir waren ein bisschen unsicher, wie das da geht in den Pyrenäen. Am Anfang war es schon schwierig Wetter, aber nachher doch recht gute Flugtage. Und jetzt nach einem 70 Kilometer Marsch durch die Fläche sind wir hier am letzten Berg. Hier hinter dran ist das Meer und ich freue mich extrem, jetzt den Hafen ins Ziel zu fliegen. Die Fläche jetzt, in dieser Zeit, die Konkurrenz ist jetzt gerade dran, das muss unaushaltbar sein. Morgen um 5:30 bis um 10 Uhr ist es noch einigermaßen gegangen, aber schon dann ist es extrem heiß geworden. Und ja, ein bisschen Mitleid mit denen.
Port de la Selva ist das symbolische Ziel der X-Pier. Der abschließende Flug, wohlverdienter Lohn für die Anstrengung der letzten Tage. Seit 6 Jahren sind Thomas und Kriegel ein Erfolgsduo. Ihre Zusammenarbeit begann mit den X-Alps, die sie in der Zwischenzeit 3-mal gewonnen haben. Nach jedem Wettkampf stellen sich die beiden einer kritischen Analyse, in der sie ihre Strategie und ihre Leistung beurteilen. Zeit dazu haben sie. Die Konkurrenten werden frühestens in einem Tag erwartet. Also, ich habe das Gefühl, zusammenfassend, es war mal anders hier. In allen Bereichen. Mit dem Minimum-Equipment war es so viel anders. Mhm. Die Kommunikation war schlechter. Mhm. Wegen Nadelempfang. Das Internet ist nicht gegangen. Also es war ganz viel anders. Und bis auf meine Ausrüstung und wenn ich in der Luft war, dass ich wusste, wie es funktioniert, war auch alles anders. Nein, sogar noch die Thermik und die Geier waren anders. Das ist awesome. Geier fliegen viel schlechter als die Adler. Wirklich? Ja. Meine Rolle ist noch recht kompliziert. Ich verstand die Menschen selber nicht. Und, wenn ich jetzt auf diese Woche zurückschaue, habe ich das Gefühl, es war überhaupt nicht so wichtig, was ich jetzt mache. Weil vielleicht das Wichtigste ist, dass ich mithelfen kann, dass wir etwas lernen. Das eine ist der Wettkampf, diese Woche. Und das andere ist die Vorbereitung. X Monate. Und ich glaube, was bei unserer Zusammenarbeit vielleicht der Punkt ist, ist, dass uns ganz viel über ein paar Jahre klar geworden ist. Und dass wir zusammen haben können, eigentlich die Sportart erlernen. Das ist ja noch spannend, dass ich am Anfang wie jemanden gesucht habe, einen Support, der die Aufgaben machen kann, aber auch noch Bergführer ist, der mich über die Alpen begleiten kann. Jetzt hier in der Pyrenäen war das weniger wichtig. Also jemand, der Spaghetti kochen und Auto fahren kann, hat die eigentlich gelenkt. Aber gleich ist halt das Gefühl da, oder gut, wir so in dieser Konstellation haben es schon mal gut können. Also ist es naheliegend, dass man es hier so machen will. Ich habe das Gefühl, der Kriegel ist vielleicht gleich mal so weit, dass er sagen, ich probiere immer Rennen anzusupporten, am Start zu gehen. Nimm einfach ein paar Euros mit. Habe ich das Gefühl, war extrem spannend. Ja. Und ich finde das aber auch etwas Schönes. Ich habe das Gefühl, wenn in einer Zusammenarbeit eine Abhängigkeit entsteht, ist ein Alarmzeichen. Also wenn man irgendwie sich so organisiert, dass immer beide braucht, dann kriegt es eine Schwere. Und ich denke, wenn der Kriegel mal so weit ist, dass er es allein hat, das wäre das Geilste, oder? Der Winner of X-Pier 2014. Thomas Turia, Krieger Maurer. Ruhm und Ehre und die gesammelten Erfahrungen sind bei diesem Rennen wohl das Wichtigste. Denn der Sieg bringt den beiden Athleten keinerlei Preisgeld. Nach Wettkämpfen in aller Welt kehrt Kriegel gerne zurück ins heimische Adelboden. Die Intensitätswechsel, die sind eigentlich für mich normal. Und ich genieße das eigentlich auch. Also ich tue mich gerne auf etwas vorbereiten. Die Anspannung steigt, die Vorfreude steigt. Und nachher hat man die intensive Zeit. Und nachher ist es vorbei. Was ich eigentlich den Vorteil habe, dass ich verschiedene Sachen mache, verschiedene Disziplinen im Sport. Aber auch die Weiterbildungen und die Familie. Und das gibt mir eigentlich genug Abwechslung, dass ich wie abschalten kann. Meine Tochter hat sich knapp verändert. So wie ich ihn kenne, ist er geblieben. Er hat sicher manchmal dazu gelernt, aber ist sich selber geblieben. Er hat schon früher sein Programm gehabt und seinen eigenen Willen
Wenn man etwas mit mir machen wollte, so musste man recht früh abmachen. Ja, und Kriegel musste schon etwas laufen. Lange hält es Kriegel auch heutzutage nicht aus, ohne seiner Leidenschaft zu frönen. Wenn es lange nicht passiert, dann kommt mir sicher irgendetwas in Sinn, dass ich mir etwas habe, wo ich mich darauf freuen und vorbereiten kann. Sonst kann es schon vorkommen, dass ich kribbelig werde. Ja. Im Sport äußert sich das halt so, dass wenn ich lange nichts mache, dann habe ich das Gefühl, jetzt muss um mich etwas sein. Und dann richte ich mir es halt ein, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist, irgendwie geht der Power zu verbrennen und nachher geht es weiter. Ja, hallo. Hallo. Jetzt habe ich es geschafft. Es regnet ja. Ja, ja. Stress mich nicht so. Ja. Jetzt kann ich ein Buch schreiben. Jetzt kann ich endlich ein Buch schreiben. Schlag landet und ich weiß jetzt nicht genau, was ist passiert, weil es wie so schnell ist gegangen und ich habe bis im letzten Moment das Gefühl, es kann noch gut. Es war so ein Saufer, wie ich es hatte. Weil die Luft irgendwie so ist und dann hat es einfach nicht gelenkt. Bei einem Spaßflug geriet Kriegel kurz vor der Landung in sinkende Luft, konnte nicht abbremsen und setzte nach 10 Metern freiem Fall hart auf dem Boden auf. Ich bin wie froh, dass es bei so einer harmlosen Landung ist passiert, wo ich offensichtlich nichts riskiert habe. Weil wenn es jetzt bei einem Start oder bei einer schwierigen Landung wäre oder sogar noch im Wettkampf, dann hätten alle Leute gesagt, ja, oder ich hätte mir ja den Druck gemacht und ich gesagt, ja, typisch, oder? Wegen dem Wettkampf, wegen dem Fotoshooting, wegen den Medien hast du mehr riskiert und darum ist etwas passiert. Und ich glaube, das würde mich echt frustrieren oder sogar zu überlegen machen, ob ich einfach den Sport halt nur noch für mich mache. Und nicht mehr so oft. Und jetzt ist es wie so bei einer harmlosen Landung passiert. Ohne Stress, ohne Druck, ohne nichts. Und das zeigt mir eigentlich, dass ich gegen den, wenn es darauf ankommt, dass ich mich vielleicht konzentrieren kann oder auf das Gefährliche konzentrieren und dadurch kommt es gut. Und wenn du mal das Gefühl hast, ja, das ist jetzt nicht so schwierig oder nicht so gefährlich, dass es dann eigentlich viel gefährlicher ist. Das ist noch gut, spannend. Ein Kollege hat mir ein Mail geschickt von seinen Röntgenaufnahmen. Von seinen Fotos. Ich weiß nicht, ob du es siehst. Ja. Das ist halt so der Fuß, nachher der Beinknochen, das Wadenbein. Und bei mir hat genau das gleiche Lager. Und jetzt sehe ich, wie es zusammengeschraubt wird. Um den komplizierten Splitterknochenbruch operieren zu können, muss das Bein erst einmal während 8 Tagen abschwellen. In den 16 Jahren ist dies der erste Unfall für Kriegel. Aber mit der Möglichkeit auseinandergesetzt hat er sich schon. Ein guter Freund ist vor 5 Jahren beim Gleitschirmfliegen tödlich verunfallt. Also ich glaube, durch die Situation oder den Unfall konnte ich nachher wirklich eine Schicksal akzeptieren. Und das hat mir wirklich viel gebracht. Und ich habe halt schon manchmal Situationen, wo ich das Gefühl habe, jetzt mache ich es besonders gut, weil der ist gesund, dann kommt es gut. Und Situationen, wo ich das Gefühl habe, jetzt habe ich es nicht mehr im Griff, jetzt ist halt die Frage, was das Schicksal entscheidet. Und irgendwie kann ich wie mit beiden Situationen leben. Also, wenn ich etwas dazu steuern kann, dann gebe ich mir besonders Mühe, dass es gut kommt. Und dann kann ich nicht, ja, jetzt gucken wir mal, was das Schicksal hat geplant. Und wenn es aber nicht gut kommt, dann hoffe ich schon, dass das Schicksal so gut ist, dass es noch nicht Zeit ist. Heute ist Donnerstag, der 11. September. Ich bin hier in Lüttigen vor dem Spital. Und es ist mal ein anderes Abenteuer, Abenteuer Beinbruch. Heute kann man operieren. Ich bin extrem nervös. Auch weil ich es halt nicht kenne, weil ich auch kein nichts kann dazu tun, ob es gut kommt oder nicht. Ja, vielleicht die Doktor und die Leute dort machen es gut.
Und ja, schlussendlich bin ich schon froh, dass es dem B da etwas besser geht, weil jetzt die letzten so 3 Tage daheim hat schon langsam angefangen zu machen. Ich bin froh, wenn wir da rausgucken, dass es regnet. Dreck lädt, heute verpasst man sicher nichts. Und ich bin froh, dass man da hier blicken kann. Weil im Moment ja, ist das da schon ein bisschen unangenehm. Im ganzen Schächen hier. Weißt du mal in die Vorbereitung? Geht's so momentan mit dem Liegen? Ja, ja, super. Ja, ja, ich denke schon. Ja. Jetzt bin ich rundum verkabelt. Irgendwie ist es scheiß gefühlt. Jetzt geht es ja voll nach Hause, ich schlafe die ein, dann merke ich den nicht. Ich würde im Leben probieren, noch viel mehr aufzupassen, dass ich mein Körper gesund bleibt. Weil das ist etwas vom Wichtigsten, merke ich. Weil hier ziehst du gar nicht lustig. Während andere sich eine Auszeit gönnen würden, ist Kriegel ein paar Wochen später schon wieder auf den Beinen. Er muss so schnell wie möglich wieder belasten, bewegen und die Muskeln aufbauen. Denn die Weltmeisterschaft in Kolumbien naht. Es ist sehr mühsam, das Ganze. Also, kleine Sachen sind plötzlich extrem schwierig. Ich habe so einen Gips, so einen Wackelpfad, wo ich ein rumlaufen kann, aber darf fast nicht belasten. Die Krücke ist extrem hart, also im oberen Körper merke ich plötzlich die Schwachstellen. Und es ist extrem schön oder es tut gut, wenn ich hier ins Wasser kann und mich quasi schwerelos fühle und mich so ein bisschen bewegen kann wie normal. Jetzt im Moment, wo ich gar nicht laufen kann, kann ich mir so gar nicht vorstellen zu fliegen und dementsprechend kann ich gar nicht an die WM. Aber es gibt Erfahrungswerte und das ist ja das Schöne. Der Doktor sagt, in 6 Wochen kann ich mich belasten, kann ich mich einfach bewegen. Und in einem Monat später sollte ich mich fit sein für das Fliegen. Und es geht ja noch 3 Monate bis zur WM. Und die Chance ist wirklich sehr gut, dass ich gehen kann. Und kannst du ein bisschen drehen? Von hier, wie ist das? Das ist gut, kein Problem. Immer zur Mitte, Richtung Narbe. Nach all den Weltcup-, Schweizer Meisterschaft, X-Alp-Siegen ist die Weltmeisterschaft der einzige große Wettkampf, den Kriegel noch nicht gewonnen hat. Auch wenn er sich mit jeder Faser auf die Genesung fokussiert, es wird ein Wettlauf gegen die Zeit. Mir ist bewusst, als ich da drauf gestanden nach dem Unfall, dass es irgendwie ein bisschen gewackelt hat. Das ist jetzt nicht gut, das kann ein Problem geben. Jetzt nach der ganzen Behandlung und Einschätzung vom Doktor hat man das Gefühl, dass es gut kommt. Ob es allerdings ganz so wird, wie es mal war, das heisst, dass ich wirklich tagelang Vollgas geben kann auf der Straße, wo wirklich die Belastung auf die Füße so heftig ist, mit dem Rucksack dran, das wird sich zeigen. Und das wird man erst sehen nächsten Sommer, wenn ich mich im Wettkampf die Belastung habe. Eins, zwei, drei, vier und hab. Ausfallschritt belasten. Genau. Gut. Und korrigieren. Die Wadenmuskeln sind auch schon toll.
am Aufbau. Also, du hast es sehr schnell gemacht bis jetzt. Die Kraft ist wirklich vorwärts gekommen. Diese Woche hast du einen grossen Gump gemacht. Mhm. Vor zwei Wochen bist du noch auf der Krücke mit der Krücke gekommen. Der Unfall hat jetzt sicher mir noch mal ein besser Tag aufgetan. Also jetzt hatte ich ja wie 16 Jahre nie etwas beim Fliegen. Und ich nur gesehen und gehört. Und wenn man es aber selber erlebt, ist es schon noch bewusster, dass man halt nur eine Gesundheit hat und auf die besser achten muss. Aber ich denke, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ist passiert, dass ich auch einen Teil Pech hatte und dass ich hoffe, dass ich jetzt nur mit 16 Jahren das Glück habe, wie ich das hatte. Und dann ist es für mich völlig okay, dort weiterzufahren. Und ich denke, jetzt, wenn ich da um die Luft bin, kann ich das separieren und nachher auch mich im richtigen Moment gut riskieren. Seit dem Unfall sind 7 Wochen vergangen. Kriegel trägt zur Sicherheit eine Schiene. Aber jetzt hält ihn nichts mehr auf dem Boden. Fluglehrer Stefan Keller, nach einem Flugunfall eine Zeit lang querschnittgelähmt, begleitet ihn auf die Planplatten oberhalb von Meiringen. Er weiß aus eigener Erfahrung, wie stark der Drang zum Fliegen sein kann. So. Also da geht oben am Schirm. Es ist fast steil und hat fast zu viel Wind. Ja. Aber dann kann ich schön aufziehen. Ja. Dann müssen wir jemanden haben, dass nicht hinten umziehen, oder? Ja, ich habe so einen Kippschutz da. Gehst du nicht hinten raus? Ah, cool. Ja, oder? Aber das ist super, dann kann ich gleich da. Dann läuft es mir fast weg, oder? Ja, ja. Stefan hat diesen Stuhl seinerzeit entwickelt, um trotz Querschnittlähmung mit dem Gleitschirm fliegen zu können. Ich bin gerade recht nervös, weil es war etwas ganz Alltägliches, jetzt 7 Wochen nicht mehr. Und ja, zuerst habe ich mich nicht so richtig gefreut, und jetzt, als ich hier stehe und all die sehe und das Wetter vor allem so perfekt ist, freue ich mich extrem. Und ich weiß auch nicht, ob das gut kommt. Und kennen das System nicht. Aber der Rolli von Stefan Keller ermöglicht es mir, jetzt den Flug gleich zu machen, auf sichere Art. Also ohne, dass mein Bein gefährdet ist. Und die Situation, jetzt hier zu stehen oder zu hocken, das ist, ist gut ein bisschen, ja, schön. Ja. In der nächsten und letzten Folge. Kriegel Maurer an der Streckenflug-Weltmeisterschaft in Kolumbien. Wird er es schaffen, sie zum ersten Mal zu gewinnen? Oder stehen ihm die Folgen des Unfalls im Weg?